Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Dr. Pirks spielt Gateway to the Savage Frontier. Wir sind frisch in Nesma angekommen, mit unserem Auftrag hier einem Benite Priest den Kopf abzuschlagen. Bevor wir das machen, werden wir uns allerdings hier ein bisschen in der Stadt rumtreiben. Hier gibt es nämlich einiges an Erfahrung und Gold einzusammeln, soweit ich mich entsinne. Und das will ich vorher machen. Oh, nein, das geht ja gut los. Barbarians Attack. Ja, jetzt fühle mich jetzt ein wenig an Bard's Tale 1 erinnert, wenn man da in der Stadt allerdings mit einer frischen Party von Barbarians angegriffen wurde, war das allerdings üblicherweise das Ende der Gruppe. Das ist hier hoffentlich nicht der F Moment. Hier hoffentlich nicht der Fall. Ne, 11 und 7, ne, das geht. Das müssten wir aber hinkriegen. Geh mal zur Seite. Och, come on. Uff, was macht ihr denn da? Ach, ihr werft mit euren Hämmern. Das ist ja lustig. Wie viel. Ihr habt da doch noch einen von, oder? Come on. Ja, jetzt habt ihr. Du hast noch einen? Moment. Ja, ihr habt keine Hämmer mehr. Das ist ja super. Come on. So, genau so hatte ich mir das gedacht. Keine Punkte verschwenden. Auch hin. Mal gucken, ob du was triffst hier. Oh, wow, bin begeistert. Bringt die Magierin dich um? Das kann wohl nicht sein. Jo, Magier und Priester zusammen mit Darts und Staffslings. Das ist ja. Beschämend, Kollege. Beschämend. So. Nö. 43, na, immerhin. Naja. Ja, ich glaube, die Hämmer bringen eh nichts. Aber sicherheitshalber nehmen wir sie mal mit. Ich glaube, die waren witzigerweise relativ wertarm, sage ich mal. 50 Gold. Ja. Okay. Habermaster, okay. The Habermaster greets you pleasantly and you record your conversation as Journal Entry 18. The Nesma Harbor Master Story. It's not my fault. The story is the same in many towns on the river, not just here in Nesma. They can't blame me for this. No, no, they can't. The warehouses on the eastern side of the river have been beset by a plague of giant frogs, and lizard men have been feasting on the herds in the stock pens to the west shore. Now the shipping companies won't stop here because of the danger. Okay. Gut. Ja, warum nicht? Oh Gott, jetzt sollte ich Search mal ausmachen, sonst greifen die mich ja ständig an. Gott.
Wir drei, gut. So, jetzt machen wir das mal aus, bevor du hier noch alle deine. Ach, come on. Sehr gut. Sehr schön. Tick. Items. Ah, ja, reicht hin. Nö. So, Search aus. Speichern das Ganze mal. Und gucken weiter. Wo will ich denn überhaupt hin? Also wäre schon mal ganz gut, wenn ich hier irgendwie ein... Weapon Shop fände. Mal kurz in meine Karte gucken. Okay. Gelslied in the city. Okay, was haben wir hier? This building is divided into stock pens for holding sheep and cattle on their way to market. Aha. Look. Ja. Hat er nicht irgendwas von Stockpens erzählt? Nee. Aha, also doch. Ja, Lizardman Attack. Gut, ist nicht weiter schlimm. Sag ich mal. Okay, schon ein bisschen bessere Rüstungsklasse. Oh, und ich treffe gleich. Wahnsinn. Na gut, das war ja schon mal einfach. Der ist ja schon mal hin. Na, hat noch nicht gereicht. Autsch, ein Punkt. So, Dankeschön. Nö. Oh, 41 Punkte, gar nicht schlecht. Money, ja. Items. Achso, ja. Du warst auch voll. Gut, dann gehen wir weiter hier. Schöne Brücke. So, ich will erstmal schon. Halt. The sign hanging above this door is carved in the shape of a proud and massive horse on its. On it are painted the words The Tavern of the Riders. Das ist ja schön. Ich brauche aber keine Tavern, ich brauche einen Shop. A wooden carving of a dead rat hangs by its tail above this door. The sign bolted on to the wall says We banish pests. Rats and vermin are our speciality. Okay. Aha. Sehr gut. Proclamation posted on. Oh, kleinen Moment mal. So, da bin ich wieder. Entschuldigt die kleine Unterbrechung. Die werde ich nachträglich einfach rausschneiden. Dann wird sie quasi nur sehr kurz sein. Proclamation posted on the wall here says: Danger, citizens of Nesme, beware. Trolls have been sighted in the ruins to the east of the town wall. 100 gold pieces, reward to adventurers for every troll slain. Ne? Und ich weiß nicht, also ich bin mir nicht mehr sicher, ob es da eine feste Anzahl von Trolls gibt oder ob die immer wiederkehren. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie nicht mehr kommen oder dass es keine, also zumindest kein Respawn gibt, wenn man den Bennett-Priest totschlägt. Also wenn man sozusagen die Mission hier erledigt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Allerdings auch nicht mehr hundertprozentig. Auf jeden Fall ist das genau das, was ich vorhatte. Da können wir nämlich ein bisschen Geld einsammeln. Aber erstmal haben wir hier Palisade Weaponry Shop Proud Supplies to the Riders of Nestmere. Ja.
We have an excellent selection of weaponry. Ja, bin ich. Ich will allerdings verkaufen. So. Ja. Ja. Schild gibt 7, das lohnt sich. Hammer gibt 0, wusste ich doch. Ist wahrscheinlich ein Holzhammer. So, Exit. Obwohl, warte mal. Du hast doch noch gar kein Schild, ne? Nee, da könnten wir ja mal. Geben wir dir da einfach mal eins. So, na, dann können wir das auch einfach wegschmeißen. Weil dann sollst du das nicht kriegen. Also wenn du uns da 0 Goldpieces für gibst, dann schmeiße ich das lieber vor deinen Augen in Müll, als dass ich es dir überlasse. Da kenne ich ja gar nichts. So, sell. Job. So. Okay. Hast du auch noch was? Sell. Okay. Cool. Achso, dann kaufen wir mal was, dann können, verwandelt sich das. Ach, ich wollte ja genau, ich wollte ja für Wärtner E Darts kaufen. Dum, 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 di dum, dum, di dum, dum, di dum. So. Join. So, wenn wir schon mal dabei sind, kaufen wir gleich noch eine Ladung. Und für Krysania dann auch gleich. Na, komm mal so. Ready. Bye. Warum man die nicht in größeren Packen verkaufen kann, so vielleicht in 10er oder 20er Packen, verstehe ich nicht, aber gut. Müssen immer nur 4 sein. So, wie viel haben wir jetzt? 190. Oh, fast ein Level. Wahnsinn, super. Okay, ja. Gut. Evermore Inn. Welcome to Nesmith, says the innkeeper. Would you like to rest for 1 platinum? Nö. Wo will ich denn überhaupt noch hin? Gucken wir mal in die Town Hall, die muss ja doch irgendwo sein. Town Hall of Nespe. You meet and talk with Longtresses Alauron and record your conversation as Journal Entry 14. Das ist ein interessanter Name. Longtresses Alauron Story. Please let me welcome you to Nesmer. We have just completed a very unhappy task. I had to seize the city by force of arms to save it from the corrupt priest of Joaquin. By necessity, I enlisted the aid of some of the local, well, barbarians. And I do admit that now some of them are out of control. Ja, die haben schon 7 davon totgeschlagen. Take care as you travel through our streets, for my comrades are dangerous and love to fight. Und auch love to die, würde ich sagen. Aber gut, das ist deren Sache. Tavern of the Riders. Gegen was kämpfen wir hier? Oh, wieder gegen Bandits. Das ist ja aber auch immer Bandits bereitstehen, die sich hier, um sich hier verprügeln zu lassen. Das ist ja auch ein bisschen seltsam eigentlich, ne? Gut, dann machen wir das. Brauche ich das in Zukunft aber nicht mehr zu machen. So, ja, ja, ach nun komm. Stirb. Come on.
So. Share, Tag. Longsword, Leather Armor, Longsword. Das ist auch, also das ist irgendwie sehr seltsam. Wenn ihr ständig gegen diese, in den Kneipen gegen diese Leute kämpfen kann, die wir ja immerhin totschlagen. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass wir die nur mit denen nur Faustkämpfe machen. Aha, Barbarians Attack. Aha, na gut. Target. Oh, das hat ja gepasst. Sehr gut. Drauf da. Drauf. Come on, du machst ihn schon kaputt. Hurra, hurra, hurra. Nö. 34. Share. Take. Shield war gut. Shield war gut. Respawn nicht. Lohnt nicht. Okay, das hat sich ja gelohnt hier. Sehr interessant, sehr, sehr interessant. Was haben wir hier im Süden? Oh Mann. So, du wirst schon mal weg. Wie kannst du denn, wenn du dich im Nahkampf befindest, deinen Hammer werfen, Kollege? Ach so, weil es auch eine Nahkampfwaffe ist wahrscheinlich. Okay. Naja, hat dir nicht viel gebracht. Und deinem Freund wird es auch nicht viel bringen. Nope. Das ist wirklich ein bisschen langweilig, aber es hilft nichts. Wir brauchen die Kohle. Hier ist nix. Ist ja auch nix. Achso, hier war Search organieren. Kann ja gar nicht rausfinden, ob hier was ist. Nee, hier ist nix. Flieh. So. Nee. Na gut. Wow, jeder Schlag ein Treffer. Wenn du jetzt auch noch triffst, schade. Dann ist zu weit weg. Share, Tech, Shield, Shield, Shield. Nö. Nee, okay. Dann search wieder aus. Ah, halt, 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 halt. Fangen wir an. A proclamation posted on the wall here says, Danger citizen. Achso. Acutely scrawled sign on this gate says, Don't go into the ruins unless you're ready to fight trolls, because there are a lot of them out there and we are under orders not to help you. G. Minius, Captain City Guard. Okay. Wenn das schon ein dezenter Hinweis ist, dann speichern wir mal. So. Aber mal gucken hier, ne? Es sieht ja tatsächlich ein bisschen nach Ruine aus. Troll Attack. Jo, drauf da. Einer. Na, das müssen wir ja hinkriegen. Wie weit bist du weg?
7. Wenn ich wüsste, wie weit die laufen können. Ah, gehen wir drauf. Autsch. Zwanzig Punkte. Gilt das als Riese oder was? Ist ja großartig. Super. 168 Euro. Das lohnt sich schon eher. Was hat er? Oh, 40 Platten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist nett, das ist nett. Troll Attack. Und zwei sind schon ein bisschen unangenehmer. Zumal, wenn du da so doof stehst, Mausling. Machst du nur 10? Sie nehmen. Seltsam, seltsam, seltsam. Wieso hau ich an ihm auf den. Konzentriere dich erstmal auf einen Perks. Okay. Upsala. Das wird nicht helfen. So, zusätzliches Ziel. So vielleicht dich entscheidest, auf ihn zu schlagen. Das war nicht gut, das war nicht gut, das war nicht gut. Du stirbst schon. So. Gottes Willen. Also die Überlebenden werden auf jeden Fall, falls sie überleben, eine ganze Menge Erfahrungspunkte kriegen, fürchte ich. Eieiei, das sieht allerdings nicht gut aus. Bandage. Okay, dann machen wir das mal unter uns aus, ne? Ach, come on. Nö. 1000 Punkte. Okay, kostenloses Level für mit Martigan, würde ich sagen. Camp. So. Oh, nee. Das wird, glaube ich, nichts hier. Aber ich habe ja zum Glück abgespeichert.
Oh, wow. Sag mal, 20 Punkte, das ist doch das Doppel. Hat dieses Spiel, er macht 7, er macht 10, dann macht er plötzlich 20. Hat dieses Spiel vielleicht tatsächlich kritische Treffer? Könnte das sein? Egal. So, dann gehen wir hier jetzt aber erstmal ganz schnell raus. Tülü. So, und hier war doch irgendwo war hier doch das verdammte, so komische. So, jetzt bitte keine Barbarians, da kann ich jetzt nicht drauf. Einfach mal in. Ja, will ich. You may rest now, Dankeschön. So, das wird ja jetzt eine Weile dauern. Ah, schön, da haben wir ja mal gut aufs Maul gekriegt. Aber naja, muss auch mal sein. So haben wir wenigstens gelernt, dass man Trolle nicht unterschätzen darf. Und wir sind ja noch eine jugendliche Abenteurergruppe, die kann so eine Erfahrung auch durchaus noch gebrauchen. Und der Depp, der hinterm Monitor sitzt, offensichtlich auch. Okay, jetzt gucken wir uns das Madden Bartigan mal an. Das ist, wow. 5000, mal gucken, wie das mit den Leveln hier ist. Erfahrungspunkten. Ranger, wo bist du denn? Hier. Okay, du kannst aufsteigen. 10.000 ist dann das nächste. Das heißt, okay, du hast also eine ganze Menge Zeit, bis du EPs verlierst. Du hast 3,6 und steigst bei 6 wieder auf. Das dauert nicht ganz so lange. Na gut. Mal gucken, was wir hier jetzt mit unserem ganzen Kram machen können. Jetzt machen wir ja eine Menge zu verkaufen. Ja. Items. Sell, yes. Aber eins davon geben wir auch mal an dich. Du wirst ja dann irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft. Also, naja, schon noch entfernt. Ach, das können wir nicht verkaufen. Das dauert noch so lange, bis du wieder Ranger bist. Okay, dann kaufen wir mal wieder ein paar Darts nach. Bum, die, so. Achso, die werden ja jetzt also so wieder abgewählt. Na, egal. Das können wir dann danach nochmal machen. Achtung, wir einfach. Ach genau, das Geld noch abholen. Ja. Wir haben ja Trolle totgeschlagen. View, Items, Join. Okay. Cool, Tag haben wir jetzt. Wow. Wow. Sehr nett. Share. Wo ging das nochmal? Hier, nee, nee, nee. Ich wollte nur weg. Ja, ich sehe schon, ihr seid deutlich einfacher als Trolle. Ups. Dankeschön. Nö. Share. Take. Nö.
So, verdammt nochmal, wo bin ich denn hier? Move. Da ist das. Town Hall. Da wollen wir rein. You meet and talk. You pass the she pays you a bounty for the trolls you've killed. Oh, kriegen wir noch Erfahrungspunkte für. Wahnsinn. 400 Gold. 1, 2. Jupp, waren 4. Richtig. Sehr schön. Dankeschön. Dankeschön. Einen schönen Tag noch. Yes. You items. Schnell noch verkaufen. Und dann kaufen wir uns noch mal einen da, damit wir, damit das Geld umgetauscht wird. Achso, hätte ich vorher mal poolen sollen. So, jetzt kaufen wir uns einen Dart. Oder 4 Darts. Das müsste das Spiel eigentlich, ja, das Geld umgetauscht haben. Platinum, das ist sehr schön. Dann nimmst du mal 200. Und du nimmst 200. So, den Rest, so. Wo ist jetzt die verdammte Training Hall? Ich weiß gar nicht, ob sie eine. Nee, hier ist natürlich keine. Oder doch? Nee, nee, nein, natürlich nicht. War ja klar. Ja, sind ja auch schon recht weit fortgeschritten in der Zeit, aber eine Sache, das interessiert mir jetzt einfach. So, mit Martigan, also, Schaden. 1D8 plus 6. Wie kommst du dann bitte auf 20? Also, Longsword macht gegen große Gegner 1D12 plus 6. Das wären 18. Nicht 20, Spiel. Weil ich glaube, kritische Treffer glaube ich doch nicht, weil die gab es in keinem der Vorgängerspiele. Warum sollten sie hier damit anfangen? Und dafür ist es dann auch zu wenig. 20, wie kommt er auf 20? 1d12 plus 6, ne, bleiben 18. Kriegt ein Ranger vielleicht in den First Edition Regeln oder überhaupt gegen Trolle irgendwie einen Schadensbonus? Muss ja nicht viel sein. Das Minimale, was er gemacht hat, waren, glaube ich, 10. Ende 12 plus, ja gut, das war ja nicht mal minimal. Das wäre dann ja eine 4 gewürfelt. Wenn er ein bisschen Schaden, sagen wir mal, er kriegt irgendwie einen Bonus von plus 2, dann wenn das 2 gewürfelt, das würde auch noch gehen. Ja, ich weiß nicht, ich werde es nicht rauskriegen, glaube ich. Ich werde vielleicht in der Pause nochmal in meine Ranger-Regeln gucken, weil sowas wohnt mich. Also das will ich einfach wissen, warum, wie das Spiel da auf 20 kommt. Auf 20 Punkte Schaden gegen den Troll und wenn ich doch nur auf maximal 18 komme. Aber wahrscheinlich wird Ranger und Trolle, da war irgendwas. Aber ich weiß es einfach nicht mehr. Und naja, First Edition-Regeln habe ich, glaube ich, auch gar nicht zur Hand. Also, lassen wir es mal. Glauben wir es dem Spiel mal. Und klamüsern da jetzt nicht mehr so viel dran rum. Ja, dann würde ich sagen, haben wir uns ja jetzt gut von den Trollen verkloppen lassen. Und ich würde sagen, damit reicht es dann auch mal hin für diese Episode. Beim nächsten Mal werden wir dann dem Bane Priest zu Leibe rücken und ja, ich würde sagen, bis dahin. Tschüss.